Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der vorliegende Antrag der Koalition ist im gestrigen Wirtschaftsausschuss einstimmig beschlossen worden. Und es zeigt, dass eine solide und gute Vorarbeit geleistet worden ist. Und ich möchte ausdrücklich gegenüber meiner Berichterstatterkollegin, liebe Frau Wicklern, Danke sagen für diese Vorarbeit und gleichzeitig aber auch für das gute, konstruktive Miteinander über alle Parteigrenzen hinweg, was den Unterausschuss insgesamt anbelangt. Also eine gute Gelegenheit, uns als Parlamentarier gemeinsam für die regionale Wirtschaftspolitik als Hebel zur Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse stark zu machen. Deshalb geht es in diesem Antrag um ein klares Bekenntnis zur Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur, dem wichtigsten, wie ich finde, nationalen Instrument zur regionalen Wirtschaftsförderung. Eine Gemeinschaftsaufgabe, eben gemeinsam und nicht isoliert. Schon mehrfach haben wir hier über die Errungenschaften der GRW seit ihrer Gründung 1969 debattiert und sind uns einig, dass sie ein echtes Erfolgsmodell ist. Das hat sich auch kürzlich wieder in der Vorstellung des Jahreswirtschaftsberichts 2016 gezeigt, wo wir auf einige sehr positive Aspekte in diesem Zusammenhang in der Bilanz letztlich auch hinweisen konnten. Dass die regionale Wirtschaftspolitik einen entscheidenden Beitrag dazu leistet, ist unbestritten, aber vielen gar nicht bewusst. Was tut also die GRW? Gezielt fördert sie Unternehmen und die wirtschaftsnahe Infrastruktur in strukturschwachen Regionen. Dadurch werden sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze erhalten oder eben neu geschaffen. Einkommen generiert indirekt mehr Konsum geweckt und so die Region aktiviert und wettbewerbsfähig gemacht. Dazu steht der GRW jährlich ein Gesamtvolumen von 1,2 Milliarden Euro zur Verfügung. Und das ist enorm, wie ich finde. Dass der regionale Wirtschaftspolitik dabei in den kommenden Jahren eine noch zentralere Rolle zukommen wird, ist genauso unbestritten, liebe Kolleginnen und Kollegen, wie die bisherigen Erfolge. Aber auch das ist in vielerlei Aspekten noch nicht ausreichend im Fokus. Darum haben wir genau das in den Mittelpunkt dieses Antrags gerückt. Und wir brauchen eben genau dieses integrierte Fördersystem für strukturschwache Regionen, nicht nur in den neuen Bundesländern, sondern in Gesamtdeutschland. In den letzten 25 Jahren lag der Fokus der GRW auf dem wirtschaftlichen Aufholprozess der ostdeutschen Länder. Heute ist der entgegen mancher Behauptung noch nicht abgeschlossen. Sehen Sie sich dazu die entsprechenden Fakten an. Sie sprechen auch entsprechend für sich selbst. Zusätzlich fordernd ein tiefgreifender Strukturwandel, aber auch altindustrielle und ländliche Regionen in Gesamtdeutschland, deutschlandweit also. Denn oft haben genau diese Landkreise und Regionen strukturelle Nachteile gegenüber wettbewerbsfähigen Ballungsräumen und Metropolregionen. Fehlende Arbeitsplätze infolge Abwanderung und eine angespannte Fachkräftesituation, das ist das, was man vor Ort entsprechend merkt. Und das ist auch das, was dann bei jedem Einzelnen von uns in der Sprechstunde in ganz konkreten Fragen und Forderungen an die Politik an uns herangetragen werden. Zusätzlich wird diese Entwicklung durch den demografischen Wandel und die zunehmende Globalisierung entsprechend auch begleitet. Und dann wird die Globalisierung, obwohl sie dann global ablaufen mag, sehr, sehr lokal mit ihren Problemen. Dafür braucht es Lösungen. Eine kann ein integriertes Fördersystem für strukturschwache Regionen in ganz Deutschland sein. Wie stellen wir uns diese nun vor? Die GRW soll in ihrer bisherigen Form erhalten bleiben, aber als Ausgangspunkt für ein gesamtdeutsches integriertes Fördermodell dienen. Dabei sollen Synergien mit bestehenden Förderinstrumenten, beispielsweise aus Wirtschafts- und Forschungsministerien, geschaffen und inhaltliche Überschneidungen vermieden werden. Der Förderfokus muss zum einen noch mehr auf kleinen und mittelständischen Unternehmen und deren Innovationen und der dazugehörigen Forschungsinfrastruktur liegen. Zum anderen muss auch die Gründungsförderung gestärkt werden. Und es sollte kein Naturgesetz sein, dass ein Unternehmen, das in einer vermeintlich strukturschwachen Region ausgegründet wird, erst, obwohl es da wunderbar und schön ist, erst ein Umziehen nach Hamburg und Berlin notwendig ist, um es zum Erfolg zu führen. Ich glaube, da sind jede Menge Potenziale in auch unseren wunderbaren ländlichen Regionen, die viele hier repräsentieren, ebenfalls zu erheben. Ein Gesamtkonzept kann mit Programmen der Städtebauförderung und Stärkung der Daseinsvorsorge gerade also in diesem genannten ländlichen Raum abgerundet werden.
beispielsweise durch Investitionen in das Wohnumfeld, sozial benachteiligt der Stadtteile oder auch in die Nahversorgung von Ortsgemeinden auf dem Land. Denn neben dem Arbeitsplatzangebot sind entsprechende und ansprechende Lebensräume ausschlaggebend für die Attraktivität einzelner Regionen. Unser Ziel muss es insgesamt sein, nachhaltig Investitionen und Wachstum in den Regionen Deutschlands zu schaffen, die den Strukturwandel nicht aus eigener Kraft bewältigen können. Für dieses Konzept, das ab 2020 in Kraft treten soll, auf solide Füße zu stellen, braucht es eine intensive Abstimmung. Eine gute Gelegenheit, mit den Bundesländern auch das bisherige Fördersystem zu prüfen und an der einen oder anderen Stelle zu verbessern. Ein zentrales Thema ist dabei sicherlich der teilweise schleppende Mittelabruf. Dafür brauchen wir eine Lösung, denn das schönste Fördermodell hilft nichts, wenn es vor Ort nicht ankommt. Deswegen, so stellen wir uns es zumindest mit einem Punkt im Antrag vor, deswegen schlagen wir vor, die Informationen zur Mittelförderung je Bundesland zu bündeln und einen zentralen Ansprechpartner vor Ort bereitzuhalten. Unterm Strich steht und fällt unsere künftige Regionalpolitik aber mit dem beihilferechtlichen Spielraum, den die Europäische Kommission jedem einzelnen Mitgliedsland einräumt. Das heißt, Deutschland darf nicht endlos strukturschwache Regionen fördern. Zur Wahrheit gehört nämlich, dass wir im Vergleich zu anderen europäischen Mitgliedstaaten volkswirtschaftlich gut dastehen. Also auch diejenigen Regionen, die im Bundesvergleich als strukturschwach gelten, im gesamteuropäischen Vergleich verhältnismäßig gut abschneiden. Der Brexit, und das ist in dem Zusammenhang eben auch zu benennen, könnte das sogar noch verstärken, weil er zu einer Verringerung der durchschnittlichen Bruttoinlandsprodukts der EU führt und Deutschland damit im Vergleich weiter aufwertet. Das künftige nationale Förderkonzept muss also eingebunden sein in eine gesamteuropäische Strategie und Betrachtung. Also, der Auftrag an die Bundesregierung ist von unserer Seite aus somit klar formuliert. Denn wir fordern erstens, die Fördervoraussetzungen für die deutsche Region müssen innerhalb der EU gemeinsam ausverhandelt werden. Zweitens, dem Deutschen Bundestag ist ein mit den Bundesländern abgestimmtes Konzept für ein integriertes Fördersystem strukturschwacher Regionen vorzulegen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, erlauben Sie bitte abschließend eine Bemerkung. Die Grundidee der europäischen und der deutschen Regionalpolitik ist doch, kein Mitgliedstaat und keine Region zurückzulassen. Ich finde, wir können stolz sein, dass unsere Gemeinschaft auf den Grundpfeilern des Zusammenhalts und der Zusammenarbeit geprägt ist. Und bei allen Herausforderungen wissen wir, wozu Abschottung, Egoismen, aber auch nationale Alleingänge führen. Dazu gibt es leider zu viele schmerzliche Beispiele in unserer europäischen Geschichte. Deshalb finde ich es gerade bemerkenswert, wie gegenwärtig bereits das Netz in vielerlei Hinsicht innerhalb der Netzgemeinde, beispielsweise wenn ich da an ein niederländisches Video denke, mit Ironie auf die eine oder andere Tendenz reagiert. Deswegen gilt an dieser Stelle, dass zuerst sollte durch ein gemeinsam ersetzt werden. Das gilt für EU-Mitgliedstaaten genauso wie für unsere Regionen in Deutschland. Genau dafür muss die Politik den richtigen Rahmen setzen. Mit einem zukunftsfähigen Fördersystem strukturschwacher Regionen können wir dazu einen entscheidenden Beitrag leisten. Ich danke abschließend erneut für die gute, konstruktive Zusammenarbeit und ebenfalls für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als nächster spricht der Kollege Markus Tressel, Bündnis 90 Die